gut. Es freut mich, hier zu sein, aus vielerlei Gründen. Ein Grund ist, dass ich das, was ich den Wiener und linzerischen Ansatz nennen möchte, besonders schätze. Der Wiener linzerische Ansatz ist eine Theorie- und Praxisrichtung auf Mehrsprachigkeit, auf Bildung, der durch verschiedene Herangehensweisen zu kennzeichnen ist. Das eine, dass die Kolleginnen in Wien, in Jidirim, Lisha Heinemann, Natascha Karkpur und andere, als auch hier in Linz, Rubia Salgado von der Organisation MAIS und auch Marion Döll, die Idee und die Praxis vertreten, dass sie empirisch schauen, was passiert an Schulen, Hochschulen, Universitäten. Empirisch, rekonstruktiv und quantitativ schauen, was passiert da. Und das, was nicht häufig zu finden ist, mit einer gerechtigkeitsorientierten Diskriminierung und rassismuskritischen Perspektive, die zugleich um Mehrsprachigkeitsdidaktik weiß. Und vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse wird versucht, praktische Herangehensweisen, Analysen herzustellen, wie kann in einer Situation, in der diskriminiert wird, und das zeigen die empirischen Befunde, wie können dort pragmatisch Wege, Didaktiken, Analysen bereitgestellt werden, dass es gerechter werden möge. Und weil ich mich dieser Idee verbunden fühle und das empirisch fundiert ist und, glaube ich, reale Brücken schlagen kann für das, was wir, so hoffe ich, doch alle teilen, die Idee von Fairness in Ihren Einrichtungen. Die Idee von Fairness, dass Sie fairen Zugang haben, selber als Studierende zu Einrichtungen, später als Lehrende, als LehrerInnen, und aber auch die Idee, die Sie doch teilen, dass Sie mit den Schülern, Schülerinnen fair umgehen. Das wird, denke ich, da gehe ich von aus, Ihr gemeinsames Bestreben sein. Und diese Idee wird eben von diesen Kolleginnen, glaube ich, in einer besonderen, sehr selten zu findenden, pragmatisch reflexiven, klugen Weise vertreten. Von daher freue ich mich sehr, hier eingeladen zu sein. Also mein Kompliment an die Wienerinnen und Linzerinnen. Die Idee von Fairness und Gerechtigkeit, von Menschenwürde kann verstanden werden als die Achtung der Integritäten aller Menschengruppen und der Gleichwertigkeit aller Menschen sowie die Idee der freien Entfaltung aller Menschen. Wenn wir versuchen, den Begriff der Menschenwürde zu konkretisieren, der ist ja gar nicht so einfach zu definieren und ich weiß nicht, ob Sie verschiedene Herangehensweisen, historische Verständnisse von Menschenwürde kennen. Eine Idee, Menschenwürde zu konkretisieren, ist es, von Integritäten zu sprechen. Und da kann unterschieden werden in die körperliche Integrität, also dass die Körper nicht verletzt werden, dass ich nicht geschlagen werde, dass mir keine Gewalt physisch angetan wird. Aber auch die Idee, dass meine Psyche nicht belastet wird, dass ich nicht abgewertet, unangemessen unter Stress gesetzt werde. Kognitive Integrität, das ist für Sie auch besonders relevant, dass jede Person das Recht hat auf eigenes Denken, auf eine Bildung, eine Entwicklung des eigenen Denkens und auch ein Ernstnehmen der eigenen Gedanken. Hannah Arendt, die berühmte Philosophin, die das berühmte Buch geschrieben hat, Eichmann in Jerusalem, die Banalität des Rassismus, die Banalität des Bösen, spricht vom Recht auf Rechte. Das Recht, wenn einem Unrecht widerfährt,
dagegen etwas zu tun, weil Mensch auch das Recht dazu hat. Eine absolute Situation von Rechtlosigkeit ist, dass Menschen etwas widerfährt und sie haben keinen Rechtsanspruch, auf den sie sich beziehen können, um dagegen zu klagen. Das hat Hannah Arendt insbesondere in Konzentrationslagern nachgewiesen. Und da hat sie vom Recht auf Rechte gesprochen. Und die hochinteressante, hochwichtige Frage ist, welche Rechte verstehen wir als Rechte, die alle Menschen haben müssen, weil sie Menschen sind? Es gibt eine Diskussion darüber in vielen Ländern, ob es eine Privilegierung von Staatsbürgerinnen, Staatsbürgern zu Nicht-Staatsbürgern geben sollte oder nicht. Und wenn jemand das bejahen sollte, stellt sich ja aber immer noch die Frage, gibt es ein Maß, ein Limit, wo wir sagen können, wo wir vielleicht auch sagen müssen, bestimmte Rechte müssen alle haben. Bis hierher und nicht weiter. Welche Rechte sind das? Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie, glaube ich, auch gedanklich bearbeiten sollten hier an der Hochschule, aber auch später mit Ihren Schülern und Schülerinnen. Die soziale Integrität meint, das Recht nicht in meinem Ansehen abgewertet zu werden, sowohl als Einzelperson auch als Gruppe. Dass nicht meine Gruppe, der ich zugeordnet werde, systematisch abgewertet, verächtlich gemacht wird. Räumliche Integrität ist sowohl was subjektiv Personales, aber auch, wie viel Quadratmeter stehen mir, meiner Familie zur Verfügung, wo ich bestimmen kann, wo niemand eindringen kann, es sei denn, ich erlaube der Person das. Diese Integritäten können unterschieden werden. Ich gehe davon aus, dass Sie die Meinung teilen, dass alle Menschen Recht auf diese Integritäten haben. Über das Maß der Integritäten können wir und müssen wir sprechen. Was ist das Maß der Integrität? Wo beginnt eine Integritätsverletzung? Und wenn da eine Integritätsverletzung ist, sind wir verpflichtet, wenn wir uns geeinigt haben, das gilt für alle Menschen, dass wir da schützend, intervenierend eingreifen müssen. Wenn wir etwas als für alle verbindlich definieren, wo es ein Mindestrecht gibt, dann ist doch klar, dass wir dieses Mindestrecht schützen müssen. Historisch können wir leider feststellen, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht immer geteilt wurde. Zum Beispiel, weil nicht alle Personen als Menschen gesehen wurden. Es gab in Valladolid von de las Casas einen Prozess gegen die katholische Kirche, wo es um die Frage ging, sind die Menschen in den Amerikas, in Süd- und Nordamerika, die First Nation People, diejenigen, die unter anderem von den Spaniern in Mexiko unterworfen wurden ab 1500, sind diese Personen als Menschen zu sehen, als Ebenbilder Gottes, weil wenn sie Ebenbilder Gottes und Menschen sind, dann ist klar, dann darf Bestimmtes nicht passieren. Dann dürfen die Menschen nicht vertrieben, verfolgt, ermordet werden. Wenn das Menschen sind, wenn das Ebenbilder Gottes, so war die damalige Argumentation, sind, muss ein Schutz dieser Menschen erfolgen. Auch, es gibt von Christian Mürner das Buch Philosophische Bedrohung. Da beschreibt er, wie in ganz vielen philosophischen Büchern von sehr bekannten Philosophen, wenige Philosophinnen, Menschen, die als mit Behinderung galten, auch nicht als Menschen oder nicht als gleichberechtigte Menschen gesehen wurden. Oder auch lange Zeit galten Frauen nicht als vollwertige Menschen. Wenn Sie das in der Philosophiegeschichte anschauen oder auch in der Rechtsgeschichte, wann
ab wann gibt es Frauenwahlrecht? Ab wann gibt es das Zeugniswahlrecht vor Gericht als gleichwertig gegenüber Männern? Ab wann durften Frauen an Hochschulen? Da sehen Sie, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Traditionen gibt, wo Frauen nicht das gleiche Recht, die allgemeinen Menschenrechte gegeben wurden. Die Ideale der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Schwesterlichkeit wurde erst später von den Frauen erkämpft und heute sprechen wir von Solidarität, galt damals nur für Männer. Festlegen kann, weil man merkt ja, dass das keine historische Debatte ist, sondern dass diese Debatte, wenn man die heute auf die ganze Welt betrachtet, eigentlich auch nur in Europa in der Form geführt wird, weil woanders sind diese Integritäten wahrscheinlich in diversen Kulturen auch nicht gewährleistet, für Frauen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist kein historisches Problem, das ist ja auf Europa bezogen. Die Darstellung ist für mich, wie gesagt, einseitig in diese Richtung. Ich würde Ihnen in zweierlei Hinsicht widersprechen oder Ihren Kommentar ergänzen wollen. Erstens, dadurch, dass diese europäischen Mächte im Rahmen der Kolonisierung diese Ideen, Abwertung über die ganze Welt gebracht haben, war es immer ein europäisch-afrikanisches, europäisch-amerikanisches, europäisch-asiatisches Problem, Herausforderung. Und zum anderen ist meine Herleitung der historischen Gewalt nicht die Behauptung, dass es aktuell keine gibt. Also von daher, wenn ich sage, es gibt historische Gewalt, sage ich nicht, das gibt es auch aktuell. Und zum anderen, wenn ich sage, dass es in Europa Frauenfeindlichkeit gegeben hat, dann sage ich nicht, das gibt es woanders nicht. Das mögen Sie so verstanden haben, aber das habe ich nicht gesagt. Es gibt. Sie sagen ja gerade, dass Europa das sozusagen durch die Kolonialisierung in die ganze Welt exportiert werden. Das also bestimmte Ideen, ich sage Ihnen mal ein historisches Beispiel, Französische Revolution, ja? Da wurde Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Sie können im Buch Contract and Domination von Peyton Mills nachlesen und auch durch viele feministische Studien, dass die Frauenrechte damals nicht verankert sind. Stimmen Sie dem zu? Das heißt nicht, dass es woanders anders war, aber ich spreche erstmal über Europa. Das ist auch, Ihr Einwurf ist einerseits klug und andererseits ist er auch typisch. Typisch insofern, wenn ich in Deutschland über Rassismus in Deutschland rede, dann wird gesagt, aber es gibt doch auch Rassismus in anderen europäischen Ländern oder Rassismus in Lateinamerika. Dann sage ich, Sie haben recht. Aber jetzt gerade sprechen wir über Deutschland. Wenn ich über europäischen Sexismus spreche, dann heißt das nicht, dass es den in anderen Ländern nicht gibt. Aber wir sind jetzt gerade in Österreich, gerade in Europa und da ist es auch legitim, darauf hinzuweisen, das hat es ja auch gegeben. Ich habe es nur so verstanden, dass Sie grundsätzlich... Nein. Ich sage nicht, dass das ein exklusives Phänomen ist, aber einen letzten Kommentar noch. Das, was mich stört, ist die europäische Selbsterzählung, wir sind aufgeklärt und liberal und menschenrechtsorientiert und ich werde Ihnen im Laufe des Vortrags historische und aktuelle Beispiele liefern, dass es immer schon eine konflikthafte Widersprüchlichkeit gegeben hat und diese Widersprüchlichkeit wird in der Regel nicht zur Kenntnis genommen, sondern es wird immer die Geschichte erzählt, die europäisch aufgeklärte Demokratie. Und dieser Erzählung möchte ich einige historische Fakten gegenüberstellen. Und dann können wir gern über noch andere Länder sprechen. Wir haben weltweit Probleme mit Sexismus, Rassismus, Kapitalismus, Behindertenfeindlichkeit. Das sind weltweite Probleme. Und ich spreche jetzt einige Beispiele aus Europa an und wie Europa das in die Welt getragen hat. Auch vor dem Hintergrund, das kann ich für die Bundesrepublik sagen, dass wenig gewusst wird über die europäische oder die deutsche Kolonialgeschichte. Also ein
Thema durchaus, was dieser kleine Dialog zeigt, was durchaus Emotionen wachrufen kann. Frankreich, Französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und zwei Jahre später, drei Jahre, hat die französische Konstituante die Aufgabe, die Frage zu klären, was machen wir mit dem, was Code Noir genannt wird. Kennt eine oder einer von Ihnen den Terminus Code Noir und kann mir sagen, was das ist? Ich habe das Buch gelesen, es ist ein ganz dünnes, kleines Buch. Code Noir ist leider schon sehr lange her, aber eigentlich geht es da um die Menschenrechte, oder? Ich sammle mal weiter, ja? Weiß sonst jemand? Ich halte empirisch fest, niemand kennt den Code Noir. Der Code Noir, der beschreibt das Gesetz in den von Frankreich besetzten Kolonien. Einige Historiker, Historikerinnen sagen, der Code Noir, geschrieben C-O-D-E und dann Noir wie schwarz, der schwarze Code, dass das fürchterlichste Dokument in der europäischen Rechtsgeschichte ist. Und in diesem Code Noir steht drin, in den von Frankreich besetzten Kolonien dürfen keine Juden und Jüdinnen leben. Alle katholischen Feste müssen gefeiert werden. Sklavenbesitzer müssen katholisch sein. Sklaven haben nicht die gleichen Rechte wie Franzosen. Versklavte Personen, sage ich. Im Code Noir steht Sklaven. Wie ist der zeitlich passiert, dieser Code Noir ungefähr entstanden? Der ist von 1650 ist er in diesem Zeitraum implementiert worden und ist dann noch weiter in Kraft gewesen bis, meine ich, 1850. Da die genauen Daten weiß ich nicht, aber während der Französischen Revolution und danach auch haben eben die Revolutionäre das weiter fortgesetzt und sie mussten mit der Frage umgehen, wie gehen wir mit diesem Ideal um? Wir haben für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gekämpft. Gleichheit vor dem Gesetz. Freiheit gegen Unterdrückung. Solidarität zwischen Menschen. Da wurde für gekämpft, da wurde für gestorben. Das waren die Ziele, die erstritten wurden. Und jetzt wurde aber gewusst, es gibt die Kolonien, es gab diesen Code Noir, der gegen diese Ideale widerspricht. Der keine Gleichheit vor dem Gesetz, sondern der unterschieden hat zwischen Europäerinnen, Europäerrecht und dem geringen Recht der versklavten Personen. Und es wurde entschieden, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gilt in Frankreich, alle, die in Frankreich leben, und in den kolonisierten Ländern gilt weiter der Code Noir. Das heißt, die systematische Diskriminierung einer bestimmten Menschengruppe wurde akzeptiert, nicht aus Notwendigkeit, nicht aus Zwang, sondern weil die Plantagenbesitzer gesagt haben, ihr könnt das machen, dass wir überall Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit haben, aber wir werden dann bestimmte Waren werden wir ein bisschen teurer oder gar nicht mehr kriegen. Wir müssten ein bisschen mehr auf unseren Luxus verzichten. Und vor diesem Hintergrund entschieden die französischen Revolutionäre, Gerechtigkeit in Frankreich, Unrecht weiter in den kolonisierten Ländern. Also auf der einen Seite haben wir diese Idee der Integritäten, der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und auf der anderen Seite haben wir Diskriminierung.
Beim Punkt der Diskriminierung und später auch beim Thema Rassismus geht es nicht um die Frage, ist jemand böse eingestellt? Hat jemand einen böswilligen Charakter? Hat jemand eine böswillige Absicht? Das ist nicht die Frage. Die Frage bei Diskriminierung ist eine relationale Frage. Und diese relationale Frage ist, werden verschiedene Gruppen unterschiedlich behandelt? Also A, werden Gruppen konstruiert, Menschen in Gruppen eingeteilt und werden dann die Gruppen unterschiedlich behandelt? Das finden Sie auch im Gleichbehandlungsgesetz in Österreich, Paragraph 5, Paragraph 31, wo Diskriminierung definiert, zum Beispiel in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, als Ungleichbehandlung von Frauen und Männern oder Ungleichbehandlung wegen ethnischer Zuschreibung. Also die Frage, sind wir fair zu unterschiedlichen Gruppen? Das ist die Frage von Diskriminierung. Wir suchen nicht den bösen Charakter. Wir stellen die Frage an die Institution, wird hier fair gehandelt? Und institutionelle Diskriminierung ist nach dieser Perspektive von Fairness die Frage, gelingt es den Institutionen, die Gruppen, die in ihre Schule, Bildungseinrichtung kommen, fair zu behandeln? Allein die Frage stößt aber oft schon auf Empörung. Wenn ich zur Leitung der PH Oberösterreich kommen würde und sagen würde, ich möchte gerne hier forschen, ob beim Zugang zu Studierenden, ob hier institutionell diskriminiert wird, dann glaube ich, dass ich nicht gleich umarmt werde, symbolisch, und gesagt wird, oh, das wollten wir immer schon wissen. Wir wollten immer schon wissen, ob wir beim Zugang bestimmte Personen eher benachteiligen, weil wir haben Forschung in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in vielen Ländern, weltweit. Bestimmte Gruppen werden benachteiligt. Zum Beispiel bestimmte Personen, wo die Eltern ein geringes Einkommen haben oder einen nach dem aktuellen Bildungssystem niedrigen Hauptschulabschluss. Es gibt international vergleichende Studien, die fragen, wer sind Sie? Welchen Bildungsabschluss haben Ihre Eltern? Und die aber auch fragen, wer ist nicht hier reingekommen? Hat das eine bestimmte Systematik, dass bestimmte Leute eher in Hörsälen sitzen und andere nicht? Für Deutschland kann ich sagen, dass im Schulsystem 3 zentrale Befunde zu finden sind und in Österreich sind sie ähnlich auch zu finden. Erstens, Kinder, SchülerInnen aus Familien mit geringem Einkommen sind seit über 100 Jahren im Bildungssystem, auch in Österreich, bekommen sie geringere Bildungsabschlüsse. Siegfried Bernfeld, Wiener sozialistischer jüdischer Theoretiker, Pädagoge, der das berühmteste Buch der Erziehungswissenschaft geschrieben hat, Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Das wurde in Deutschland zum besten Buch des 20. Jahrhunderts zum Thema Erziehung auserkoren. Und Bernfeld schreibt 1927, es kann doch nicht sein, dass wenn Schüler und Schülerinnen Eltern haben, die nur eine Mark oder einen Teil geben können, weniger bildungserfolgreich sind, wo die Eltern 10 Mark 10 Teile geben. 1927. Und jetzt haben wir die PISA-Studien und auf den PISA-Studien kommt raus, unheimlich überraschend, niemand konnte es ahnen, Personen aus ärmeren Familien sind weniger bildungserfolgreich. Und das Hochinteressante ist, das ist in anderen Ländern anders.
Das ist kein Schicksal. Bildungsbenachteiligung von Personen aus einkommensärmeren Klassen ist kein Schicksal. Es gibt die Theiss-Studie, die wahrscheinlich auch schon Frau Herzog-Punzenberger erwähnt hat. Hat sie nicht so erwähnt. Da sind mehr als 10 europäische Länder verglichen worden und wurde gefragt, wie Personen mit zugeschriebener türkischer Migrationsgeschichte und die ökonomisch gleichgestellten Schülerinnen im Herkunftsland sowie die zweite Migrationsgruppe im Bildungssystem abschließen. Und das Ergebnis ist, dass es Länder gibt mit 8 Jahre gemeinsame Beschulung, Ganztagsschule und individuellen Didaktiken, wo die Frage von Migrationsgeschichte, Erstsprache, aber auch Einkommensverhältnissen nahezu unbedeutend ist. In Ländern, wo früh eingeteilt wird auf verschiedene Schulformen, wo es keine individuellen Didaktiken, keine Ganztagsschule gibt, dort werden Unterscheidungen in Bezug auf Einkommen der Familien und auch auf zugeschriebene Migrationsgeschichte bedeutsam gemacht. Das ist mir wichtig. Die sind nicht an sich bedeutsam, sondern Personen werden eingeteilt, ihnen wird was zugeschrieben, und zwar wird eine bestimmte Leistungsfähigkeit, eine bestimmte Intelligenz zugeschrieben, und entsprechend dieser zugeschriebenen Intelligenz, Leistungsfähigkeit, werden sie unterschiedlich gefördert, behandelt, auf weiterführende Schulen empfohlen. Also die Frage, die Sie sich stellen können, ist, wie ist das in Österreich? Wie ist das im Bildungssystem in Österreich? Also diese Frage, die Ihnen doch mit Sicherheit am Herzen liegt, werden in den Schulen, wo Sie tätig sind, die Menschen fair behandelt? Das wird Sie, so denke ich, so hoffe ich, beschäftigen. Weil diese Frage von Bildungsabschlüssen beeinflusst auch die späteren Einkommens- und Lebensmöglichkeiten. Das kann bezeichnet werden als Machtverhältnisse. Macht kann in Anlehnung an Foucault verstanden werden als die Möglichkeit, Einfluss auf das eigene Leben, die Lebensverhältnisse, aber auch auf das Leben und das Handeln anderer Einfluss zu nehmen. Nach diesem Verständnis von Macht haben wir alle Macht, weil wir haben einen bestimmten Einfluss auf unser Leben, auf unser Handeln, auf das andere Leben und Handlung, aber unterschiedlich. Wenn Sie in einem Kaufhaus tätig sind, dann hat die Kaufhausmanagerin mehr Macht als eine prekär beschäftigte Verkäuferin. Aber wenn sich alle Verkäufer und Verkäuferinnen zusammentun, könnten sie auch Einfluss haben auf die Managerin, die Besitzerin und dergleichen. Aber es ist unterschiedlich. Wenn die beiden in einen Konflikt kommen, dann hat die Managerin, die Besitzerin mehr Macht als die einzelne Verkäuferin. Aber die Verkäuferin, wenn sie sich zusammentut, hat sie auch Macht. Hannah Arendt sagt, Macht kann durch gemeinsames Handeln entstehen. Wenn wir uns zusammentun, können wir mehr Einfluss ausüben auf andere Menschen. Weiterführend, wenn wir feststellen, dass es in so gut wie allen Ländern dieser Welt gibt es eine Unterscheidung der Rechte von Staatsbürgern, Staatsbürgerinnen und Nichtstaatsbürgerinnen. Und Paul Metzgerl hat in seiner Studie prekäre Verhältnisse über nazio-ethnokulturelle Mehrfachzugehörigkeiten festgestellt, dass wenn Leute über Nation sprechen, dass dann ganz viele kulturelle Bilder auch im Kopf sind. Zum Beispiel, wenn ich Sie frage, Franzosen essen morgens Baguette und Croissant und Wasser trinken sie. Uns fallen also bestimmte Handlungspraxen auf, die wir national kodiert haben. Oder wenn ich Ihnen einen Satz vorgebe, türkische Frauen tragen. Das heißt, wir haben sogar geschlechtsspezifisch religiöse Zuschreibungen, die wir bestimmten Nationen zuschreiben. Das ist der erste Befund von Paul Metzgerl,
dass wir Nationen mit kulturellen Praxen verbinden und dass auch noch, wenn man auf Ethnizität schaut, dass das alles diffus verwoben ist. Und diese Vorstellungen, dieser diffuse Misch von nazio-ethno-kulturellen Vorstellungen wird, das ist ein zweiter Befund von ihm formal durch Rechte, zum Beispiel Staatsangehörigkeitsrecht und Fremdenrecht, Asylrecht, da gibt es unterschiedliche Rechte für die unterschiedlich eingeteilten Personen, aber es gibt eben auch soziale Zuschreibung. Die soziale Zuschreibung, dass wenn wir eine Person kategorisieren, haben wir kulturelle Fantasien, die möglicherweise mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Und diese kulturellen Fantasien werden im Schulsystem bedeutsam gemacht. Es gibt im Englischsprachigen den Terminus der Stereotype Threat, der Bedrohung durch Stereotype. Das heißt, dass Lehrer und Lehrerinnen, Schülern und Schülerinnen bestimmte Vorstellungen nahebringen, bestimmte Zuschreibungen, die die Schülerinnen wissen. Die Schülerinnen haben eine Fantasie, was die Lehrerinnen über sie denken. Ingrid Dirdem hat das in mehreren Studien dargelegt, wie die Schülerinnen wissen, vermuten, was die Lehrer und Lehrerinnen über sie denken und damit umgehen. Und die Frage ist, haben wir systematisch benachteiligende Gesellschaftsverhältnisse? Also ist dieses Diffuse, diese Vorstellung von Nationalität verbunden mit diesen unterschiedlichen Rechten, Staatsangehörigkeitenrecht, Fremdenrecht, Asylrecht, das ist ja systematisch, alle, die nicht die Staatsangehörigkeit haben, haben ja weniger Rechte. Sollten wir eigentlich nicht so gut finden, weil Französische Revolution, gleiche Rechte finden wir doch gut. Und jetzt stellt sich die Frage, wie spielt das zusammen? Diese nationalstaatliche Diskriminierung mit auch Vorstellungen von Rassenkonstruktion. Es gibt keine menschlichen Rassen. Wir kommen alle gebürtig aus Afrika, das wissen wir aus den Forschungen der Menschheitsgeschichte. Und es macht auch keinen Sinn, biologisch zwischen menschlichen Rassen zu unterscheiden. Und es gibt den berühmten Satz, race doesn't exist, but racism does kill people. Es gibt keine menschlichen Rassen, das ist wissenschaftlich widerlegt. Die Unterschiede in den Binnengruppen sind stets größer als die Zwischengruppen, also das macht keinen Sinn. Ist wissenschaftlich widerlegt und trotzdem gibt es bestimmte Vorstellungen. Und diese Vorstellungen sind leider noch so bedeutsam, dass sie zum Beispiel, wenn sie heute Abend in die Disco gehen, bestimmte Personen nicht eingelassen werden und andere eingelassen werden. Wir haben in Oldenburg mal einen Test gemacht. Ein Student aus Nigeria und ein Student aus Deutschland, gleich athletisch, sportlich, Jeans, Hemd, gleiche Frisur, wollten in eine Disco. Der als deutsch und weiß kategorisierte Student ist reingekommen und der Freund von uns nicht. Und dann haben wir den Türsteher gefragt, wieso? Ja, solche Leute, die machen Ärger. Ja, was meinen Sie mit solche Leute? Ja, die Migranten, die machen Ärger. Das ist aber kein Migrant, der ist hier aufgewachsen. Also, aufgrund von Äußerlichkeiten wurde ihm eine Migrationsgeschichte zugeschrieben und ihm wurde der Wunsch verweigert, in die Disco zu kommen. Das war eine rassistische Diskriminierung. Aber auch die Frage, wer wird von der Polizei kontrolliert? Wer wurde am Brenner, wird am Brenner angehalten und wer nicht? Das sind rassistische Phantasmen, wie Leute aussehen. Und das wird von der Polizei, von Grenzbehörden bedeutsam gemacht. Also die Frage ist, haben wir Gesellschaftsverhältnisse, die von nationaler Diskriminierung und von rassistischen Einteilungspraxen
beeinflusst sind. Birgit Rommelsbacher definiert Rassismus mit folgenden Elementen. Es gibt eine rassistische Gruppenkonstruktion, die Homogenisierung dieser Gruppen, Essentialisierung, Hierarchisierung, Kulturalisierung, und sie sagt, das ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis. Auch hier wieder ist nicht die Frage, sind die Menschen in der Gesellschaft, die privilegiert sind, systematisch böse? Sind das im Kopf, vom Charakter her, Faschisten, Nazis, Rassisten, Rassistinnen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, werden bestimmte Unterscheidungen bedeutsam gemacht mit der Folge, dass bestimmte Menschen, die in einer bestimmten Weise kategorisiert werden, schlechtere Lebenschancen haben, während andere systematisch bevorzugt werden? Das ist die Frage. Und diese Frage kann ich zuerst historisch an einigen Beispielen nochmal erläutern, weil ich glaube, es gibt den schönen Satz, Yad Vashem, die historische Gedenkstätte, da sagte meine Kollegin Gabi Fischer, da wurde ihr der Satz gesagt, wer aus der Geschichte lernen will, muss zuerst Geschichte lernen. Wer aus der Geschichte lernen will, muss zuerst die Geschichte kennenlernen. Wie sollen wir aus etwas lernen, was wir nicht kennen? Wir können aber nicht anders als aus der Geschichte lernen, weil wir als menschliche Wesen immer einen Rückbezug haben, wie wir uns selber erklären. Die Frage ist nur, auf was nehmen wir Bezug? Da gehe ich später noch drauf ein. In den Amerikas wurde in der spanischen Kolonisation, hat Cortés die Nahuta, die auch jetzt in Europa Azteken genannt werden, wurden systematisch unterworfen, 1520. Und dann kamen etwas später Franziskanermönche, die wollten verstehen, wie die Menschen gelebt haben. Weil die Azteken hatten ganz historisch bekannte kulturelle Praxen, Bauwerke, Bildungssystem, Religionspraxen. Das war eine Hochkultur. Die wurde jedoch von den Spaniern weitgehend zerstört. Einer dieser Franziskaner war Bernardino de Sahagún. Und Bernardino de Sahagún war bekannt dafür, wie freundlich er war, wie wertschätzend er mit den Menschen umgegangen ist. Er hat die Sprache gelernt. Er wollte die Menschen verstehen. Er wird als einer der ersten ethnografischen, interkulturellen Forscher angesehen. Allerdings wollte er verstehen, um zu dominieren. Er hatte als Ziel klar, die Leute sollen Christen werden. Die Leute sollen den spanischen Herrschern folgen und ihnen gehorchen. Sie sollen sich der Herrschaft unterwerfen. Und damit wir sie klug dahin führen, ist es gut, sie zu verstehen. Er suchte sich die klügsten Jungen aus, nahm sie mit, zum Beispiel, wenn die Priester der Nahua ermordet wurden, Gedenkstätten zerstört wurden. Und dann sprach Sahagún mit den Jungs, mit den Überlebenden über deren Kultur, über deren Religion, über deren Sprache. Er hat mehrere Bücher verfasst. Was ich deutlich machen möchte, ist, interkulturelles Verstehen ist nicht immer im Interesse der Adressatinnen. Es kann auch gegen sie verwendet werden. Ein wichtiges Element war die Sprache. Die Sprache wurde von den Spaniern als wichtiges Teil der Ausweitung und Homogenisierung des Herrschaftsbereiches gesehen.
Und beim Lernen der regionalen Sprachen griff er auf die Kinder heranwachsen an, weil die Idee war, wenn wir die Kinder sprachlich bilden, können wir später auch die Erwachsenen besser beherrschen. Und diese empörenswerte Herangehensweise wurde auch in Deutschland praktiziert, in zum Beispiel in den von Deutschland kolonisierten Ländern Togo, Namibia, Kamerun, aber auch Tansania und anderen. Und Frau, die Wienerin Akakbo Numado schreibt, dass die erste Idee war, dass die Personengruppen unterworfen wurden. Es wurde eine rassistische Unterdrückungsform hergestellt und zweitens wurde es jeweils auch geschlechterspezifisch unterschieden. Geschlechterspezifisch, das kann ich Ihnen zeigen, gab es die Ideologie, dass weiße männliche Personen, dann weiße weibliche Personen, schwarze männliche Personen, schwarze weibliche Personen, dass die hierarchisiert wurden und zwar auch im Bildungssystem. Kolonialpädagogik hat mit dieser Trennung operiert, eine rassistische Trennung, Europäer, Afrikaner oder Europäer, Südamerikaner, Amerikanerinnen und so weiter und jeweils auch geschlechtsspezifisch. Und das fand sich auch in den Schulen wieder. Es gab Schulen für afrikanische Jungen, afrikanische Mädchen, die sollten nur bestimmte Sachen lernen. Während die Weißen als weiß kategorisierten Personen sollten mehr lernen, damit sie Leitungs- und Führungspositionen zum Herrschen übernehmen sollten. Und die beunruhigende Frage auf der ganzen Welt und auch hier ist, findet diese Logik immer noch statt? Findet diese Logik immer noch statt, dass die Bildungssysteme Personen einteilen und in bestimmte gesellschaftliche Positionen hineinbilden, ihnen das nahelegen? Das ist eine Frage, die ich hoffe, dass Sie da weiter drüber nachdenken. Diese Frage sollte sich in jedem Land gestellt werden, weil doch so hoffe ich, überall die Idee vorhanden ist, Fairness. Mögen, das wird doch unser Anspruch sein, dass wir nicht die Idee haben, bestimmte Gruppen dürfen nur dahin gelangen, denen schieben wir einen Riegel vor und andere werden privilegiert. Das können wir doch nicht wollen. Das ist doch, was wir nicht akzeptieren dürfen, aber um die Frage zu klären, ob es so ist, müssen wir sie erstmal stellen. Wir müssen sie beforschen, müssen wir sie befragen. Und wir können nicht behaupten, das gibt es nicht, ohne es untersucht zu haben. Das scheint mir überzeugend zu sein. Die Behauptung, unsere Schule, unsere Hochschule ist nicht diskriminierend, kann doch nur empirisch beantwortet werden. Durch die Befragung der Leute, die da sind, durch die Befragung der Leute, die nicht reingekommen sind, durch eine Betrachtung der Aufnahmeprozeduren und so weiter. Wenn ich historisch vorgehe, dann werde ich nicht umhinkommen, auch über den Nationalsozialismus zu sprechen. Hannah Arendt sagt, seitdem 1942 spätestens wir wussten, dass es Konzentrationslager und Mord gegeben hat, seitdem kommen wir nicht mehr richtig klar. Wir kommen nicht mehr richtig klar, weil wir so erschüttert sind, weil wir es nicht fassen können, weil wir da nicht mit umgehen können. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Kolonialpädagogik und nationalsozialistischer Pädagogik? Ein zentraler Unterschied ist, dass in der nationalsozialistischen Pädagogik gab es antisemitische, gegen Juden und Jüdinnen gerichtete Praxen, es gab rassistische Praxen, genau wie im Kolonialismus. Gegen Roma und Sinti gab es Feindlichkeit und es gab auch die Feindlichkeit gegenüber Menschen, die als zugehörig gesehen wurden nach diesen rassistischen, völkisch-rassistischen, arisch-rassistischen Kriterien, aber auch gegen Menschen, die als nicht verwertbar gesehen wurden, die als behindert gesehen wurden.
Ich war heute Morgen in der pädagogischen Hochschule etwas weiter und dort war, ich habe es mir aufgeschrieben, ist ein großes Bild von Sidonie Adlersberg. Adlersberg, Adlersburg, muss ich nochmal nachgucken, Adlersberg, glaube ich. Ein Roma-Mädchen, was damals von sogenannten Volkspflegerinnen, so hießen damals die Sozialarbeiterinnen, ist zu der Familie hingegangen, hat die Familie begutachtet, hat sie weggenommen aus ihren Familienkontexten. Sie ist 33 geboren, 43 in Auschwitz ermordet worden. Es gab eine Logik in der sogenannten Volkspflege, die Vorgängerzeit der sozialen Arbeit, so hieß das damals leider, wo Menschen nach unter anderem 5 Kategorien eingeteilt wurden. Die Sozialarbeiterin, Volkspflegerin, so hieß es damals leider, gingen in die Familien und haben die Familien, die Kinder kategorisiert. Förderungsfähig, lernfähig, nach rassistischen Kriterien, Behinderungskriterien. Und bei bestimmten Kriterien kamen die Menschen in Heime und wurden teilweise dann auch in Tötungseinrichtungen hingebracht. Und das ist erschütternd für die soziale Arbeit, dass sie ausgebildet wurde für die Kategorisierung von Menschen mit fürchterlichen Konsequenzen. Es gibt eine sehr traurige Studie über die Bildungssituation der Roma und Sinti in Deutschland. 2011, Roma-Khmer in Mannheim. Und die kommt zu dem Ergebnis, während der Nazizeit durften viele Roma und Sinti nicht zur Schule. Und auch danach, wegen der Verfolgung der Roma und Sinti, war es so, dass viele Roma und Sinti Sorge hatten, wieder in die Institution zu gehen, die sie verfolgt hat. Aber auch, obwohl es allgemeine Schulpflicht gab, wurde sich vielfach um diese Kinder nicht gekümmert. Dann gab es Bemühungen, sozialarbeiterisch, pädagogisch. Und dann war es so, 2011 war diese Studie, die sagt, diejenigen Sinti und Roma, die erfolgreich waren. Und Sinti und Roma sind die älteste deutsche ethnische Minderheit. Deutsche ethnische Minderheit. Seit 500 Jahren leben Sinti und Roma auf dem Gebiet von Deutschland. Interessant, das für Österreich zu fragen. Und die traurige, furchtbare Wahrheit in diesem Bericht war, diejenigen, die bildungserfolgreich waren im Schulsystem der Bundesrepublik, waren diejenigen, die sich nicht als Sinti und Roma geoutet haben. Alle, die gesagt haben, wir sind Sinti und Roma, die haben diese Stereotypen, Roma-Sinti-feindlichen Vorurteile erlebt und die Lehrerinnen und Mitschülerinnen haben sie schlecht behandelt. Wie gehen wir da heute mit um? Wie gehen wir heute mit Vielfalt um? Dann, Russen, Franzosen, Engländer, Amerikaner haben Deutschland, Österreich befreit und auch widerständige Partisanen aus Italien, auch aus Österreich, aus anderen Ländern. Wie war es dann in der Nachkriegszeit? Und in der Nachkriegszeit, und diese These wird Ihnen möglicherweise nicht so gefallen, wurde das installiert, was ich unterwerfende Integration nenne. Wenn Sie sich Integrationspläne in Deutschland oder Österreich anschauen, dann sind die charakterisiert durch den ersten Gestus, wir sind alle gleichwertig, wir wollen alle voneinander lernen. Für konkrete Maßnahmen, verbindliche Maßnahmen, mit Sanktionen verhängte Maßnahmen haben wir allerdings nur die Personen mit Migrationsgeschichte, mit Migrationshintergrund ausgewählt, während diejenigen, die als Österreicher oder Deutsch, als einheimisch charakterisiert werden, die mögen nett sein und freundlich, die mögen freundlich sein. Aber nichts Verbindliches, keine Regelung, bis dann muss von der Person das gemacht werden und wenn das nicht passiert, dann gibt es Ärger.
Umgekehrt, bei den Personen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte, die als Fremde, als Ausländer, als Nicht-Österreicher, Nicht-Deutsche kategorisiert werden, kann es zur Folge haben, wer nicht gut Deutsch lernt, wer nicht den Integrationskurs macht, kann vielleicht rausfliegen. Das heißt, hier haben wir auch wieder die gleiche Idee. Unter bestimmten Regeln kann wer mitspielen. Unter bestimmten Regeln darf jemand hier sein. Aber bitte in der hintersten Reihe und bitte still. Und die Perspektive der unterwerfenden Integration ist nicht interessiert an den Perspektiven derjenigen, die als andere beschrieben werden. Erst selten gibt es Studien, wie zum Beispiel, ich empfehle Ihnen die Lektüre der Texte der Wiener und Linzer Schule, werden die Perspektiven von Personen mit Migrationsgeschichte aufgenommen und wird geguckt, wie erleben die Personen das, die als andere beschrieben werden. Und auch heute ist es doch erschreckend, wenn über Flucht, Asyl, Zugehörigkeit gesprochen wird, wenn immer über die Ängste gesprochen wird. Und es ist fast immer so, dass über die Ängste der Mehrheitsbevölkerung gesprochen wird und fast nie über die Ängste der Geflüchteten, der Eingewanderten. Wie ist das, wenn ständig gesprochen wird, ihr seid eine Belastung? Wie viele von euch können wir ertragen? Was ist denn mit der Perspektive derjenigen, die doch auch ein Teil von uns sind? Ich weiß nicht, ob Sie gestern die Debatte gehört haben, über wer wird Bundespräsident. Zentrales Thema, zentrales Topos war doch die Frage, wer sind wir, wer wollen wir sein und wie viele von den anderen wollen wir hier haben. Götz Ali hat in seinem Buch »Warum die Deutschen, warum die Juden« von 1800 bis 1933 erforscht, wie war der Diskurs über Deutschland, über Christentum, über Judentum in dieser Zeit noch vor dem Nationalsozialismus? Und er hat diese Diskursfigur festgestellt, dass die Juden und Jüdinnen aus dem Deutschsein herausdefiniert wurden. Obwohl sie deutsche Staatsangehörigkeit hatten, obwohl sie sich integriert, assimiliert, Steuern bezahlt, im Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben, alles. Sie wurden aus dem Deutschsein hinaus definiert und die Diskurse waren immer, wie viele Juden sollen in Deutschland leben, wie viele Rechte sollen wir haben, ist es furchtbar, wenn sie rassistisch angegriffen werden. Und das Schlimme ist, wenn Sie diesen historischen Diskurs anschauen und jetzt mal von dieser Diskursfigur anstatt Juden und Jüdinnen Geflüchtete reinsetzen, dann ist es dieselbe Diskursfigur, die nicht danach fragt, welche Rechte haben alle. Die nicht danach fragt, was ist mit der weltweiten Ungerechtigkeit, Ungleichverteilung, was ist mit den Menschen in Not. Die nicht danach fragt, ich weiß nicht, haben Sie schon mal gehört, die allgemeine Erklärung der Menschenpflichten, haben Sie das schon mal gehört? Googeln Sie das mal oder in einer anderen Suchmaschine. Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Nicht nur die Frage, wie viel brauchen wir, sondern auch die Frage, wer braucht uns? Welche Pflicht haben wir auch, anderen etwas zu geben, weil wir gesagt haben, das sind Integritäten, die allen zustehen, allen, wo wir sagen müssen, das ist nicht akzeptabel, wenn jemand das nicht bekommt. Eine diskriminierungs- und rassismuskritische migrationspädagogische Orientierung bezieht sich mindestens auf drei Aspekte. Erstens, in den bestehenden schwierigen Verhältnissen müssen alle Personen eine faire Teilhabe an Bildung, Arbeit, Nahrung, Ressourcen bekommen. Schutz und Ermöglichung von Integritäten, und zwar für alle.
Drittens Kritik und verändern wollen hegemoniale ausgrenzender, benachteiligender Verhältnisse. Eine Frau, eine Wissenschaftlerin, eine Forscherin, eine Aktivistin, eine Autorin, Rubia Salgado hier von MAIS in Linz, die die Selbstorganisation MAIS mitgestaltet, hat einen wunderbaren Artikel geschrieben, der heißt Mehr als Deutschkurse. Mehr als Deutschkurse finden Sie im Internet. Rubia Salgado. Und in diesem Text fragt sie, wenn wir das wissen, dass Menschen nationalstaatlich, im Kapitalismus, sexistisch diskriminiert werden, wenn wir aber auch wissen, dass das Erlernen der deutschen Sprache wichtig ist, wie gehen wir damit um, dass Menschen, dass Frauen in die Deutschkurse kommen und begeistert sind und die Idee haben, wenn ich gut Deutsch lerne, wenn ich mich integriere, dann wird alles super. Dann finde ich Arbeit, dann werde ich zufrieden und so weiter. Und sie weiß aber um die Diskriminierung im Bildungs- und Arbeitsmarktsystem. Reinhold Gärtner hat für alle Bundesländer in Österreich eine Studie gemacht, was passiert mit Schülerinnen, Schülern mit Migrationsgeschichte im Vergleich zu Schülern, Schülerinnen ohne zugeschriebene Migrationsgeschichte. Und sie stellt fest, dass Schüler, Schülerinnen, denen keine Migrationsgeschichte zugeschrieben wird, trotz oft geringerer Bildungs-Matura-Abschlüsse wesentlich bessere Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben in Österreich. Dieselben Studien finden wir in Deutschland. Das heißt, wir haben ein Problem mit Diskriminierung im Bildungssystem, aber auch auf dem Arbeitsmarkt. Und Rubia Salgado sucht jetzt dialogische, machtreflexive Weisen, wie mit diesen Personen, mit diesem Widerspruch umgegangen wird. Es reicht ja nicht zu sagen, alles diskriminierend, alles furchtbar, nichts zu machen, sondern die Idee ist doch, wie kann das geändert werden? Und die Frage auch, wie wollen Sie das ändern? Wollen Sie eher Teil von Diskriminierungspraxen sein oder wollen Sie eher Teil von Bestrebungen sein, die gerechtigkeitsorientierte Veränderungen anstreben? Auf welcher Seite stehen Sie? Was wollen Sie tun? Und das ist keine Frage, wie Sie sind, sondern das ist eine Frage, was Sie tun. Die Frage der Achtung der Integritäten aller Menschengruppen und die Gleichwertigkeit aller Menschen sowie faire Entfaltungsmöglichkeiten sollte eine Grundlage, aber auch eine Zielsetzung sein, wo Sie hinarbeiten. Und dazu brauchen Sie aber kluge, begriffliche Analysen. Sie müssen ein Verständnis davon haben, zum Beispiel, was Sie unter Fairness verstehen, was Sie unter Gerechtigkeit verstehen, was Sie unter Diskriminierung verstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können jetzt gerne Fragen stellen.